Namaste, hier ist Julia von Satya mit Herz und ich begrüße dich heute zu Surya Namaskar, dem Sonnengruß für Anfänger. Wir werden erst die Bergstellung Tadasana aufbauen, um von dort aus in die Sonnengrüße überzugehen. Wir werden eine Runde Sonnengrüße üben, wo ich dir die einzelnen Asanas detailliert erkläre. Und anschließend werden wir noch eine Runde mit der Atmung verbinden und deshalb eine Runde schneller durch Surya Namaskar hindurchgehen. Und so komme für Tadasana an den vorderen Rand deiner Matte. Die Füße stellst du hüftbreit auf deiner Matte auf. Alternativ kannst du die Füße auch gerne schließen. Schau, dass deine Füße parallel zum Mattenrand ausgerichtet sind und dann schließ hier mal die Augen, spür mal in deine Fußsohlen hinein, pendel ganz leicht von einer zur anderen Seite und dann finde deine Position in der Mitte. Und dann atme zwei, dreimal tief in den Bauch hinein. Der Mund bleibt geschlossen, du atmest Entspannung ein und restliche Anspannung aus. Und dann mit der nächsten Einatmung hebe deine Zehen von der Matte ab, spreize die Zehen auseinander und versuche die Zehen von außen nach innen möglichst nacheinander auf der Matte abzulegen. Versuche die Zehen auch ganz locker zu lassen und dann gebe den Fokus auf die großen und die kleinen Zehen und presse die großen und die kleinen Zehen fest in die Matte hinein. Die anderen Zehen kannst du jetzt locker von der Matte abheben, wenn dir das gelingt. Versuche es einfach mal. Nun verschraube deine Großzehen und deine Kleinzehenballen fest in der Erde, genauso deine Ferse. Stell dir vor, dass du Wurzeln aus deinen Groß-Kleinzehenballen und Ferse in die Erde hineinwachsen lässt um dich ganz intensiv mit dem Erdboden zu verbinden. Und dann baue dein Fußgewölbe auf, indem du deine Fußknöchel nach außen schiebst, weiterhin aber große und kleine Zehe fest in die Matte hineindrückst. Und dann lass dich dein Fußgewölbe richtig von der Matte abheben. Und so stehst du in deinem Fußbanda Padabanda. Nun spanne deine Unterschenkel an. Und dann zieh die Kniescheiben nach vorne. Das kannst du einfach erreichen, indem du auch deine Oberschenkel anspannst. Und richtig aus den Füßen her die Stabilität spürst und wahrnimmst. Dann hast du eine leichte Spannung in deinem Gesäß. Mit der nächsten Einatmung spannst du leicht deinen Beckenboden an. Gesäß ist nur ganz leicht angespannt, wird nicht zusammengekniffen. Und dann halte die Spannung am Beckenboden. Und wieder mit der nächsten Einatmung ziehst du den Bauchnabel nach innen zur Wirbelsäule für eine sanfte Vorstufe von Uddiyana Bandha. Richte dich aus der Wirbelsäule heraus auf, Wirbel für Wirbel. Wird deine Wirbelsäule länger und länger und du wächst etwas Richtung Himmel. Dein Nacken wird lang, Kinn hat leichter Tendenz zum Brustbein. Aktiv schiebst du die Fingerspitzen nach unten. Und hier spür mal in deinen Körper hinein, ob du die Handflächen gerne öffnen möchtest. Spür insbesondere in deine Schultern, wie sich das anfühlt. Oder ob du die Handflächen zu deinem Körper ausgerichtet lässt. Und während die Hände nach unten schieben, schiebt ein unsichtbarer Faden deine Schädelkrone nach oben. Du bist fast im Tadasana der Bergstellung angekommen. Als letztes wirst du noch dein Becken kippen, dein Steißbein zieht nach unten und dein Schambein nach oben.
sodass auch dein Becken angenehm ausgerichtet ist. Erinnerung, Arme ziehen nach unten Richtung Boden, Kinn leichter Tendenz zum Brustbein, Brustkorb geöffnet und ein unsichtbarer Faden zieht dich nach oben. Beckenboden ist weiterhin angespannt und Bauchnabel ist zur Wirbelsäule gezogen. Aus dieser Position, aus Tadasana, der Bergstellung heraus, atme ein, atme aus und bring die Hände vor deinem Herzen in Namaste zusammen. Die Handflächen berühren sich und du baust hier Spannung auf. Du baust Spannung auf zwischen deinen Händen und du probierst die Schulterblätter zusammenzubringen. Brustkorb bleibt geöffnet, Becken bleibt gekippt. Das heißt, Schambein zieht weiterhin nach oben und Steißbein nach unten. Schultern weg von den Ohren. Mit der nächsten Einatmung bringe die Arme nach oben. Du streckst die Arme, ohne die Schultern aktiv zu den Ohren zu ziehen. Schultern bleiben dennoch entspannt. Und hier dreh mal deine Hände nach außen und dann spür in die Öffnung deiner Schultern hinein. Die Handflächen zeigen jetzt nach außen und nun drehst du nur deine Hände zurück und die Position deiner Oberarme bleibt unverändert. Das heißt, deine Oberarme rotieren nach außen. Und hier kannst du dich nochmal schön in die Länge strecken und wenn es für deinen unteren Rücken angenehm ist, kannst du auch in eine sanfte Rückbeuge kommen. Mit der nächsten Ausatmung bringe die Hände zum Boden und komme in die tiefe Vorwärtsbeuge Uttanasana. Die Hände sind auf gleicher Linie wie deine Zehen. Dein Bauchnabel geht in Tendenz zu deinen Oberschenkeln und nicht dein Kopf zu deinen Schienbeinen. Und wenn dir das nicht gelingt, kannst du hier gerne mal die Knie beugen und kannst deinen Bauchnabel richtig schön auf deinen Oberschenkeln ablegen. Und wenn du dann spürst, dass sich Bauchnabel und Oberschenkel berühren, dann kannst du auch die Beine wieder strecken und versuchen, in der Position mit dem Oberkörper zu bleiben. Die Beine sind immer nur 99% gestreckt und 1% gebeugt. Wenn dir das jetzt als Anfänger nicht gelingt, mit den Händen zum Boden zu kommen, kannst du dir zwei Yoga-Blöcke oder alternativ zwei gleich große Bücher zur Hand nehmen. Du stellst die Blöcke in einer Linie auf mit deinen Zehen und verlängerst so deine Arme. Du kannst die Blöcke auch hochkant nehmen, sollte das bei dir nötig sein, solltest du das Gefühl haben, dass sich das besser anfühlt. Und so probier aus, was für dich die richtige Position ist. Und dann probier dich hier mit jeder Einatmung etwas in die Länge zu strecken, mit jeder Ausatmung tiefer in die Position hineinzukommen. Und mit der nächsten Einatmung bringst du deine Wirbelsäule in die Länge, der Rücken wird lang. Und wenn du das schwer spüren kannst, dann nimmst du einmal die Arme nach außen. Fingerspitzen ziehen richtig weg von dem Körper und du versuchst die Schultern hinten zusammenzubringen. Der Brustkorb öffnet sich dadurch und du kannst richtig schön die Länge von deinem Rücken spüren. Kinn hat leichte Tendenz zum Brustbein, sodass der Nacken lang wird. Halbe Vorwärtsbeuge. Aus dieser Position kannst du die Hände zum Boden nehmen, die Wirbelsäule bleibt lang. Wenn dir das nicht gelingt, kannst du hier auch gerne wieder die Blöcke oder zwei gleich große Bücher zur Hilfe nehmen. Brustkorb bleibt möglichst geöffnet. Mit der nächsten Ausatmung bringst du deinen rechten Fuß weit nach hinten, rechtes Knie geht zum Boden, der hintere Fuß bleibt aufgestellt für die Sprinterposition. Im Sprinter achtest du darauf, dass Knie und Knöchel in einer Linie ausgerichtet sind, das heißt, dass die Gelenke übereinander stehen. Wenn du jetzt in der rechten Leiste keine Dehnung spürst, dann bringst du deinen rechten Fuß etwas weiter nach hinten.
sodass du eine angenehme Dehnung spürst. Dein vorderes Knie sollte allerdings nicht hinter dem Knöchel, also hinter dem Fußgelenk, und auch nicht vor dem Fußgelenk stehen. Achte hier darauf. Groß- und Kleinzehe drücken wieder fest in die Matte hinein. Dein Brustkorb ist geöffnet, Schultern weg von den Ohren. Sprinterposition. Mit der nächsten Einatmung komm ins Brett hinein. Sollte dir das viel zu anstrengend sein, kannst du auch gerne jederzeit die Knie zum Boden nehmen. Im Brett achtest du darauf, dass auch wieder die Gelenke übereinander stehen, das heißt Handgelenk, Ellenbogen und Schulter möglichst in einer Linie. Die Hände sind in Hasta Banda, das heißt deine ganzen Hände haben Kontakt mit der Matte. Zeigefinger, Mittelfinger oder etwas dazwischen zeigt nach vorne und auch hier baust du dein Handgewölbe auf. Deine Handballen saugen sich in die Matte hinein und in der Mitte baut sich dein Handgewölbe auf. Die Fersen streben nach hinten und die Schulterblätter drückst du von der Matte weg. Protraktion der Schulterblätter. Du schiebst dich richtig vom Boden weg. Bauch ist angespannt, Po ist angespannt. Kinn, leichte Tendenz zum Brustbein, Nacken lang. Für das Brett. Dann mit der nächsten Ausatmung bringst du erst die Knie zum Boden. Danach verlagerst du dein Gewicht nach vorne, sodass du Brust und Stirn zum Boden bringst. Hierbei ist es wichtig, dass die Arme nicht nach außen wegkippen, sondern die Arme ganz nah am Körper bleiben und die Ellenbogen beugen sich nach hinten. Also ausatmen, Knie zum Boden, ganz langsam Brust zum Boden und Stirn. Alternativ kann man auch das Kinn ablegen, wenn man keine Nackenprobleme hat. Und dann einatmen, lege die Fußrücken ab und schiebe dich in die Cobra hinein. In der Cobra sind deine Beine angespannt, die Fußrücken schieben in die Matte hinein. Mula und Uddiyana Bandha sind gesetzt. Beckenboden angespannt, Bauchnabel zieht nach innen. Leichte, sanfte Vorstufe von Uddiyana Bandha. Die Fingerspitzen schließen mit deinen Schulterköpfen ab. Kinn hat leichte Tendenz zum Brustbein, sodass dein Nacken wieder lang wird. Und aus der Bauchspannung und aus der Spannung von deinem unteren Rücken hältst du die Position. Du kannst hier testen, ob du deine Cobra richtig halten kannst, indem du einmal die Hände löst und dann nicht mit dem Oberkörper zusammenzackst. Dann leg die Hände wieder auf, stell die Füße auf und ausatmen, schieb dich in den herabschauenden Hund. Wenn dir das noch ein bisschen zu schwer ist, dann kommst du aus der Cobra, indem du einatmen, die Füße aufstellst und dich zurückschiebst in den Panther. Hier einmal deine Wirbelsäule nochmal längst, Hände krabbeln nach vorne, Gesäß kippt nach hinten und dann atme aus und komm in den herabschauenden Hund. Hier streben die Fersen zum Boden, Hände sind weiterhin in Hasta Banda, saugen sich an der Matte fest. Deine Oberschenkel rotieren nach innen, die Unterschenkel rotieren nach außen, dein Rücken wird lang. Oberarme rotieren auch nach außen. Dein Steißbein ist dein höchster Punkt, dein Rücken wird lang. Und entweder schaust du durch deine Unterschenkel hindurch oder du schaust zu deinem Bauchnabel. Das ist aber nicht gut für Menschen, die Nackenprobleme haben. Und wenn du auf dein Genick besonders achten möchtest, dann bringst du dein Genick in Verlängerung deiner Wirbelsäule und schaust vor dir auf den Boden. Dann mit der nächsten Einatmung bring deinen rechten Fuß nach oben, gerne komme auf die Zehen. Schau, dass der Fuß nicht nach außen geöffnet wird, die Zehen bleiben geschlossen. Kannst dir gerne etwas wippen und dann mit Schwung bring ausatmen den rechten Fuß zwischen deine Hände.
Wenn dir das jetzt nicht gelingt und du ungefähr hier irgendwo mit dem Fuß ankommst, dann kannst du deine rechte Hand an deinen Fuß nehmen und dich dabei unterstützen, den Fuß nach vorne zu holen. Hier sind wir wieder in der Sprinterposition angekommen. Schau wieder, dass du Dehnung in der Leiste spürst oder bring deinen linken Fuß etwas weiter nach hinten. Öffne den Brustkorb, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Achte auch hier darauf, dass wieder Knie und Knöchel in einer Linie sind. Und dann einatmen, komm in die halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang. Gerne wieder die Arme zur Seite nehmen, um zu spüren, dass dein Rücken gelenkt wird. Dann ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Einatmen, beug die Knie. Komm nach oben, streck dich in die Länge. Wenn es für dich angenehm ist, kannst du in eine leichte Rückbeuge kommen. Und dann ausatmen, Hände über Namaste absinken lassen. Augen schließen und hier einmal nachspüren. Das war jetzt eine halbe Runde Surya Namaskar rechts. Wir werden jetzt noch die linke Seite praktizieren und dann noch eine flüssigere Runde, wo wir uns auf die Atmung konzentrieren. Und dann bau hier wieder dein Tadasana auf. Padabandha wird aufgebaut. Unterschenkel, Oberschenkel anspannen, leichte Spannung im Po, einatmen, Beckenboden anspannen, einatmen, Vorstufe von Uddiyana Bandha, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Brustkorb öffnet sich, Becken kippt, Arme ziehen nach unten, kinnleiche Tendenz zum Brustbein, Nacken wird lang, Schädelkrone zieht zum Himmel. Atme ein, atme aus, bringe wieder mit Druck die Handflächen in Namaste vor deinem Körper zusammen. Einatmen, bring die Arme nach oben, erinnere dich nochmal, dreh die Handgelenke nach außen. Dadurch bekommst du Weite in den Schultern und dann dreh nur die Hände und die Unterarme wieder zurück. Wenn du magst, kommst du in eine leichte Rückbeuge, spann deinen Bauch an, sodass dein unterer Rücken geschützt ist und ausatmen, gleite in die tiefe Vorwärtsbeuge hinein. Hier kannst du gerne für 2, 3 Atemzüge verweilen. Denk dran, Bauchnabel geht tendenziell zu den Oberschenkeln. Beine 99% gestreckt und 1% gebeugt. Und dann atme ein, bring den Rücken in die Länge, gerne die Arme zur Seite bringen für die halbe Vorwärtsbeuge. Erinnere dich auch, dass du jederzeit Blöcke zur Hilfe nehmen kannst. Und dann ausatmen, jetzt gehen wir erst mit links zurück, weil wir beginnen einmal rechts, einmal beginnen wir links. Spürst du hier keine Dehnung in der Leiste, geht dein linkes Bein noch etwas weiter nach hinten. Hände und Zehen sind wieder in einer Linie aufgestellt und ein vorderes Knie fällt nicht nach hinten, fällt nicht nach vorne, sondern ist in einer Linie mit dem Knöchel. Brustkorb ist, soweit es dir möglich ist, geöffnet. Dann atme ein und komm in den Stütz. Handgelenke, Ellenbogen und Schultern in einer Linie, du drückst dich weg von der Matte. Protraktion der Schulterblätter, Fersen schieben nach hinten. Und dann atme aus, bringe die Knie zum Boden, Brust und Stirn. Dann atme ein, leite in die Kobra. Von der Kobra komme ausatmen in den herabschauenden Hund. Sollte dir das noch am Anfang zu schwierig sein, kannst du auch gerne von der Kobra erstmal ausatmen, die Zehen aufstellen, dich dann einatmen in den Panther schieben. Und vom Panther dann mit der nächsten Ausatmung auch in den herabschauenden Hund gleiten. Fersen streben zum Boden, Rücken lang, Steißbein ist dein höchster Punkt. Oberarme rotieren nach außen und dann einatmen, hebt dein linkes Bein. Fuß wird nicht nach außen gedreht, Hüfte bleibt geschlossen. Ausatmen mit Schwung. Bring deinen linken Fuß nach vorne, gerne helf dir etwas nach. Wieder Knöchel
wir hier wieder die Arme zur Seite, um die Länge der Wirbelsäule zu spüren. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, beug die Beine, komm nach oben, streck dich in die Länge. Gerne in die Rückbeuge gehen. Und ausatmen, über Namaste, die Hände absinken lassen. Schließ die Augen und spür hier einmal nach. Du hast jetzt eine volle Runde Surya Namaskar praktiziert. In der zweiten Runde werden wir uns auf die Atmung konzentrieren, sodass du weißt, wie du von einer Stellung, also von einer Asana zur anderen, die Atmung wechselst. Und so beginnen wir mit der zweiten Runde. Bau wieder deine Bergstellung, dein Tadasana auf. Dann atme ein, atme aus, bring die Hände vor deinem Herzen in Namaste zusammen. Einatmen, streck dich in die Länge, gerne in die Rückbeuge gehen. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, rechter Fuß zurück, Sprinterposition. Einatmen, Brett. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, Cobra. Ausatmen, direkt in den herabschauenden Mund. Einatmen, rechter Fuß geht nach oben. Ausatmen, mit Schwung zwischen die Hände. Sprinterposition. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben, streck dich in die Länge. Ausatmen, Hände über Namaste absinken lassen. Zweite Runde links. Atme ein, atme aus, Hände in Namaste. Einatmen, strecken, gestreckte Berghaltung, gerne Rückbeuge. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Rücken in die Länge, halbe Vorbeuge. Ausatmen, links zurück, Sprinterposition. Einatmen, Brett. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß nach oben, ausatmen, zwischen die Hände mit Schwung, Sprinterposition. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken lang. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben, gerne nochmal in die Rückbeuge. Ausatmen, über Namaste, Hände absinken lassen. Hier schließ deine Augen, spür nochmal nach. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Surya Namaskar für Anfänger. Wenn es dir gefallen hat, dann Daumen hoch, gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.